Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Design am Start und heute testen wir die Fähigkeitskarte Eiserne Lunge. Was diese Karte so drauf hat und ob es sich lohnt, diese zu kaufen, das checken wir jetzt einmal ab. Und los geht's! Als erstes schauen wir uns doch einmal die Fähigkeitskarte Eiserne Lunge an. Eiserne Lunge auf Stufe 3, deine Ausdauer regeneriert sich schneller. Je nachdem wie voll deine Ausdauer ist, verringert sich dein erlittener Schaden erheblich. Jetzt werden wir natürlich als erstes einmal testen, wie viel Prozent weniger ich Schaden erleide, wenn ich diese Fähigkeitskarte aktiv habe. Dafür wird mein Kumpel Vordenker hier erstmal sein Bolt-Action-Gewehr mit Express-Munition ausrüsten. Diesen hat er komplett sauber gemacht und ich habe alle Fähigkeitskarten deaktiviert und lass mich nun einmal anschießen. Hier können wir sehen, dass ich ungefähr 55% Schaden erlitten habe. Jetzt aktiviere ich die Fähigkeitskarte Eiserne Lunge und meine Ausdauer ist komplett voll und mein innerer Kern der Ausdauer ist natürlich auch voll. Und wir können jetzt feststellen, dass ich jetzt nur noch insgesamt 50% Schaden erlitten habe. Das bedeutet, ich habe jetzt schon mal mit voller Ausdauer 5% weniger Schaden erlitten. 5% kommt vielleicht den meisten Leuten nicht viel vor, jedoch ist 5% eine Menge. Und jetzt schauen wir doch mal, wie viel Prozent Schaden ich erleide, wenn meine Ausdauer komplett leer ist. Und hier können wir jetzt feststellen, dass ich wieder insgesamt 55% Schaden erlitten habe. Somit heißt das, wenn meine Ausdauer leer ist, ist es fast genauso, als wenn meine Fähigkeitskarte deaktiviert wäre. Als hätten wir diese gar nicht ausgerüstet. Und jetzt will ich natürlich noch sehen, wie es ist, wenn meine Ausdauer golden ist. Das bedeutet, wenn ich mir jetzt einen Magenbitter reinhaue, werde ich dadurch vielleicht noch weniger Schaden erleiden? Und hier kommt schon der Schuss. Und wie wir jetzt feststellen können, verändert sich gar nichts. Wir werden weiterhin unsere 5% weniger Schaden erleiden, somit haben wir dadurch keinen Booster. Schauen wir uns doch jetzt noch einmal die Fähigkeitskarte an. Unsere Ausdauer soll sich durch diese Fähigkeitskarte schneller regenerieren. Und wie schnell die sich regeneriert, das testen wir jetzt. Als erstes werde ich jetzt die Fähigkeitskarte deaktivieren und werde meine Ausdauer einmal komplett leer machen, inklusive innerer Kern. Und um euch nicht allzu lange warten zu lassen, blende ich euch gleich ein Bild ein, wo ihr sehen könnt, wie lange die Regeneration gedauert hat. Und hier kann man sehen, dass die Regeneration 1 Minute und 30 gedauert hatte, bis meine Ausdauer komplett voll war, ohne Fähigkeitskarte und mit einem leeren Kern. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie lange die Regeneration dauert, wenn man einen vollen Kern hat und die Fähigkeitskarte deaktiviert ist. Hier dauert das Ganze 46 Sekunden lang. Und jetzt aktivieren wir die Fähigkeitskarte und schauen uns doch mal an, wie lange die Ausdauer jetzt regeneriert, wenn unser Kern komplett entleert ist. Und jetzt können wir sehen, dass das Ganze nur noch 1 Minute und 8 dauert. Das ist eine Verbesserung von insgesamt 22 Sekunden mit aktivierter Fähigkeitskarte. Aber ich werde euch gleich nochmal ein Übersichtsbild einblenden, wo ihr alles sehen könnt. Erstmal geht's jetzt weiter mit aktiver Fähigkeitskarte und vollem Kern. Hier dauert das Ganze jetzt nur noch 34 Sekunden. Das bedeutet, wir haben hier eine Verbesserung von satten 12 Sekunden. Und jetzt kommt wie versprochen ein Übersichtsbild und nochmal mein Fazit. Auf diesem Bild könnt ihr jetzt auf der linken Seite die gemessenen Zeiten sehen, die gemessen wurden, als die Fähigkeitskarte deaktiviert war, und auf der rechten Seite die Zeiten, die gemessen wurden, als die Fähigkeitskarte aktiv war. Oben habt ihr das, wo mein Kern leer war, und unten das, wo mein Kern voll war. Mein Fazit zu dieser Fähigkeitskarte ist, dass man sich diese auf jeden Fall kaufen sollte. Man hat hierdurch nicht nur eine deutliche Verbesserung der Regenerationszeit seiner Ausdauer, sondern erleidet auch wesentlich weniger Schaden. Diese Karte ist für alle PvP-Spieler hervorragend, die sehr viel rennen, somit sehr viel sprinten, ihre Ausdauer schnell verbrauchen und es dort wichtig ist, wieder schnell Ausdauer zu regenerieren. Einsatzgebiete wie den Slippery Bastard, Make It Count oder Gunrush kann ich mir hier hervorragend vorstellen. Bist du vielleicht sehr viel mit deinem Pferd unterwegs, fightest auch oft von deinem Pferd, dann kann ich dir diese Karte auf jeden Fall empfehlen. Auf dem Pferd ist deine Ausdauer rund um die Uhr komplett gefüllt, somit hast du diesen Zusatzschutz rund um die Uhr. Also von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, checkt diese Karte auf jeden Fall einmal ab. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Zocken, bis zum nächsten Mal, haut rein, Design.